Servus und hallo, liebe Freundinnen und Freunde von gartenschlau.com. Im letzten Video haben wir uns mit dem Thema Mikrozitrus beschäftigt. Mikrozitrus, das sind hier diese beiden Pflanzen. Da die Pflanzen hier noch stehen, dachte ich mir, ich erweitere das Thema noch. Und zwar, es gibt noch weitere Rautengewächse, die sehr, sehr interessant sind, wie zum Beispiel Muraya paniculata. Muraya paniculata gehört in die gleiche Pflanzenfamilie, genauso wie Zitronen, Orangen, Clementinen und so weiter und so fort. Es gibt ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal zu Mikrozitrus. Mikrozitrus ist ja hauptsächlich in Neuguinea und Australien beheimatet, kommt also so wild ursprünglich nirgends vor, sondern kommt dort wirklich endemisch vor. Jetzt haben wir hier aber Muraya paniculata, die sehr nah mit diesen Pflanzen verwandt ist. Diese kommt zusätzlich nicht nur in Neuguinea und Australien vor, sondern fast in Gesamtasien, nämlich in den subtropisch-tropischen Bereichen. Da fühlt sie sich sehr, sehr wohl. Von den Kulturbedingungen entspricht Muraya paniculata oder der Orangenjasmin, wie man ihn nennt, oder die Orangenraute, nahezu den Mikrozitrus. Die mögen es auch sehr warm, relativ trocken. Und so ist Muraya paniculata auch zu kultivieren, dementsprechend auch sehr warm und hell zu überwintern. Muraya paniculata kann bei guten Bedingungen bis zu 12 Meter groß werden. In der Regel bleibt die Größe allerdings bei höchstens 2 bis maximal 3 Metern. Das ist so der gängige Durchschnitt, aber wie gesagt, 12 Meter kann sie erreichen. Ältere Exemplare, hier sind jetzt mehrere Exemplare drin, die sind jetzt noch nicht so alt. Die sind jetzt geschätzt 2, maximal höchstens 3 Jahre, aber eher 2 Jahre. Ältere Exemplare wachsen mehrtriebig in aller Regel. Wenn es sich zu einem Baum entwickelt hat, der eben 12 Meter groß ist, dann ist das in der Regel eintriebig, also ein Stamm und oben die normale Baumkrone. Muraya paniculata findet Verwendung in der Volksmedizin, denn die Wirkstoffe in der Pflanze sind fieberlindernd und entzündungshemmend. Und man hat in Versuchen festgestellt, dass der Wirkstoff in der Pflanze auch schmerzlindernd ist. Was bedeutet, die Pflanze hat durchaus einen gewissen Nutzen. Wenn man so ein Blatt abmacht bei dieser Pflanze und zerreibt, kommt ein deutlicher Zitrusgeruch hervor, so wie das praktisch bei diesen ganzen Pflanzen hier der Fall ist. Muss nicht unbedingt typisch sein für alle Rautengewächse, dass es leicht zitronig riecht, sondern das ist dann schon gewissen Arten aus dieser Familie überlassen. Muraya paniculata ist eine sehr interessante Pflanze. Von der Blüte her entspricht sie den typischen Blüten, wie man es bei den ganzen Rautengewächsen hat. Also ob es jetzt eine Zitrus oder eine Kumquat ist oder eben hier diese Mikrozitrus papuana, die Blüte schaut ziemlich identisch aus. Die Pflanze bildet natürlich auch Früchte aus. Die sind essbar. Vom Geschmack habe ich jetzt bisher noch keine getestet, aber das werden wir nachholen, sobald die Pflanzen größer sind. Wie gesagt, die sind jetzt noch nicht so alt. Ich schätze sie jetzt eher auf circa 2 Jahre, so was das Wachstum betrifft. Ich werde sie auch vereinzeln im In diesem Gemeinschaftstopf werde ich sie nicht belassen. Jede Pflanze oder je zwei Pflanzen bekommen einen eigenen Topf und so können sie sich dann weiterentwickeln. Ich denke mal, das war somit das Wichtigste zum Thema Muraya paniculata, Orangenjasmin oder Orangenraute. Wenn ihr Fragen habt zu der Pflanze, natürlich in die Kommentare. Es gibt noch eine weitere Pflanze, die ich hier habe von den Rautengewächsen. Das wäre die Muraya königi. Muraya königi wurde mittlerweile schon umbenannt in Bergera königi. Das heißt, es ist keine Muraya mehr, sondern eine Bergera, das heißt Gattung Bergera. Und die wurde also ja, aus dieser Pflanzenfamilie entnommen. Habe ich allerdings auch erst erfahren, als ich mich mit der Thematik etwas näher beschäftigt hatte. Muraya paniculata hatte ich schon selbst mehrmals ausgesät, erfolgreich. Muraya königi dachte ich immer, naja, muss ich auch mal machen. Wenn ich schon die eine Pflanze habe, dann muss ich die andere auch machen.
Dann bei den Internetrecherchen, die ich gemacht habe, stellte ich fest, oha, sie gehört nicht mehr dazu. Man kann das auch etwas erkennen, die Blätter sind etwas unterschiedlicher. Und das ist jetzt zwar nicht unbedingt das hundertprozentige Merkmal, dass etwas in eine andere Gattung gehört, bloß weil die Blätter etwas unterschiedlicher sind. Das ist dann eher schon genetisch. Heutzutage wird ja alles durch genetische Tests ergründet, wie die Gene sind, und dann wird das neu eingeordnet. Muraya königi heißt auch das indische Curryblatt, und dementsprechend muss das Blatt auch einen Currygeruch haben. Ja, das kann man leicht vernehmen, aber es hat noch eine gewisse Beinote. Ich würde mir das jetzt persönlich nicht unbedingt in mein Curry reinwerfen. Nichtsdestotrotz eine sehr interessante Pflanze. Im nächsten Video werde ich näher auf diese Pflanze eingehen, wie es mit der Überwinterung ausschaut, welche Bedingungen sie hat und wie sie sich am Naturstandort entwickelt. Aber Video für Video. Und deswegen zeige ich euch noch einmal Muraya paniculata. Und sobald diese Pflanze mal am Blühen ist oder eben Früchte hat, werde ich euch das natürlich näher erörtern. Das Gleiche entspricht natürlich auch für alle anderen Pflanzen hier. Von Zitrus habt ihr ja schon Fotos gesehen. Von Mikrozitrus werden noch Blütenfotos kommen. Das wird allerdings tendenziell mehr im Frühjahr der Fall sein, weil viele Pflanzen, die ich jetzt hier stehen habe, die blühen natürlich erst im Frühjahr. Zeitigen Frühjahr, März, April, Mai ist so der Zeitpunkt, wo ihr auf jeden Fall mit den Blütenvideos und dann später im Sommer mit den Früchtenvideos rechnen könnt. Wenn ihr weitere Fragen habt zu diesem Thema, exotische Nutz- und Zierpflanzen, schreibt das gerne in die Kommentare. Ansonsten würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Fragen natürlich jederzeit und bis zum nächsten Mal.